wieder herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, wieder. Hier schaue ich die weibliche Seite an und hier die männliche. Okay, früher habe ich hier das Ich angeschaut und hier das Du. Jetzt mache ich es anders, okay? Hier die weibliche Seite, hier die männliche Seite. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Für wieder. Was ist hier bei dir los wieder? Königin der Schwerter. Da gibt es gewisse Gefühle in dir, die da so hochkommen. Ja? Siehst du diese Rauchwolken hier? Es sind, also die Gefühle, die da hervorkommen, sind an sich positive Gefühle. Da ist Sehnsucht, da ist Liebe, da ist Duzi, ja, solche Dinge. Da ist auch sexuelle Spannung und all das. Aber du empfindest es als eine Gefahr, als eine Bedrohung. Du sagst, dass genau solche Gefühle mich damals benebelt haben. Dieses Mal sehe ich durch den Bullshit hindurch. Ja? Das ist, oder im Englischen sagt man zu dieser Karte, see through the bullshit. Man sieht hier durch den Rauch hindurch. Du bist hier ziemlich darauf konzentriert, dich auf gar keinen Fall von irgendwelchen Gefühlen, die da in dir hochkommen, dich irgendwie beirren zu lassen von dem, was du damals eingefordert hast. Okay? Ich duze direkt die weibliche Seite. Hab vor allem weibliche Zuschauerin. 10 der Münzen hier. Die männliche Seite ist momentan sehr oft online, hat einige gesellschaftliche Treffen. Ja, das sind so Clubs, Vereine, Freundschaftskreise, ja, solche Dinge. Das sind keine Dates. Hoppala. Haben die sich jetzt umgekehrt? Ja, die haben sich jetzt umgekehrt. So werde ich auch fortfahren. Die wollten sich jetzt umkehren, so werde ich fortfahren. Das sind einige Treffen, ja, familiäre Treffen, Vereinstreffen, Treffen mit Freunden. Das sind alles so Treffen, die ein bisschen auch eine Pflicht sind bei diesem Menschen. Ja, geht dahin, weil er muss sozusagen, weil das dazugehört. Okay. Gut. Scheint sehr, sehr oft online zu sein und dich online zu beobachten hier, ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Mensch einen Umweg zu dir sucht. So eine Art trojanisches Pferd, um in deine Burg zu kommen. Okay. Ist hier bei dir auf Herzensebene Page der Kelche hier. Das ist, oder bei Page der Kelche geht es ja darum, dass hier Wellen sich so langsam zeigen. Ja, wir haben hier übrigens die Sonnenkarte, ja. Hier kommt ein Happy End, keine Sorge. Auch wenn du so drauf bist. Es kommt ein Happy End. Bei Page der Kelche geht es darum, dass man hier, oder, entzückt, so langsam spürt, wie das Wasser so wellig wird, ja, wie hier so langsam die Gefühle hochkochen. Und du sagst hier, niet, nix da. Ich bin da, oder du bist da schon freundlich gestimmt, ja, aber du schaffst hier eine emotionale Distanz zwischen euch beiden momentan. Ich könnte dich die nächsten 4 Wochen fragen, ob du diesen Menschen liebst. Du würdest sagen, ich weiß es nicht, ich schaue mir dieses Thema nicht an. Ja. Ich schaue mir hier nur das an, was ich erwarte von diesem Menschen. Ja, meine Erwartungen, ob die erfüllt werden oder nicht. Okay. Es geht bei deinem Gegenüber auf Herzensebene vor. Der Gehängte hier, umgekehrt. Viele Anfänger nehmen diese Karte so in Deck hinein. Ja, die denken, das gerade. Nee, so ist es gerade. So ist es gerade, so ist es umgekehrt. Der Gehängte umgekehrt. Ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber momentan... dieser Mensch, oder die männliche Seite hier ist in einer Phase, wo er sehr, sehr, sehr lange Gefühle unterdrücken musste. Also in... Ich meine, okay, familiäre Treffen, ja, da revidiert man sehr selten die... Warte, ich schalte das Licht ein. Bei Familie revidiert man nicht wirklich die Gefühle, ja. Man ist, der Onkel ist halt der Onkel. Und dann geht man halt mit dem was essen. Man fragt sich nicht, würde ich diesen Menschen überhaupt in meinem Leben haben wollen, wenn ich wählen könnte oder nicht. Ja, das tut man eher nicht. Und aber wenn es um Freundeskreise geht, wenn es um Vereine und so geht, dann...
revidiert man eigentlich schon, ja, man geht da schon nicht mehr hin, wenn es einem nicht mehr gefällt. Okay, aber dieser Mensch hat hier, so wie es aussieht, sehr lange mitgemacht. Bei Dingen, die er eigentlich gar nicht mehr mitmachen möchte. Okay? Der Gehängte umgekehrt hier. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch hier kurz vor dem Platzen steht in Bezug auf seine Gefühle. Ja. Das ist so wie, wenn das Limit schon längst überschritten wurde, ja, und dieser Mensch schon gestern eigentlich die Gefühle zu dir hervorgebracht hätte, ja, ausgesprochen hätte. Okay, wie sieht dich dein Gegenüber? 9 der Münzen umgekehrt. Egoist. Ja. Die männliche, die weibliche Seite ist ein Egoist, sagt die männliche Seite hier. Die weibliche Seite kann nicht mit Geld umgehen. Ja, also die männliche Seite sagt hier nicht, dass du kein Geld oder so hast, sagt aber, dass du das, was du hast, schlecht ausgibst, schlecht budgetierst. Gleichzeitig hält dich dein Gegenüber für eitel, gleichzeitig hält dich dein Gegenüber für, wie nennt man das? Ja, es gibt einen türkischen Spruch dafür, ich werde es jetzt sagen, ich habe wieder im Mond, okay, falls irgendjemand beleidigt sein sollte, ja, ich bin auch beleidigt jetzt, okay, wegen dem, was ich jetzt sage. Im Türkischen sagt man, mahalle yanarken orospu saçını tararmış. Während die Straße brennt, während das Quartier brennt, kämen sich die Prostituierte die Haare. Also dieses je ne sais quoi. So sieht dich dein Gegenüber. Während die Straße brennt, ja, kämmt sich wieder die Haare. Kämmt sich hier die weibliche Seite die Haare. Das ist so dieses, oder? Vor lauter Selbstkonzentration, Selbstzentrierung, vor lauter Eitelkeit, entgeht wieder, was um sie herum geschieht hier. Okay. Entgeht der weiblichen Seite hier, was um sie herum geschieht. Okay. Der Hierophant umgekehrt, so siehst du dein Gegenüber. Du glaubst, dass dein Gegenüber, okay, das, was da bei deinem Gegenüber los ist, das spürst du. Ja? Mit dem Hierophanten hier wechselt man die Religion, man tritt aus einer Religion aus, man tritt aus einer Überzeugung aus. Du spürst hier ganz genau, dass dieser Mensch hier nichts mehr zu tun haben möchte mit diesen Freunden. Du spürst hier ganz genau, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr katholisch sein möchte, nicht mehr jüdisch sein möchte, ja, was auch immer diese soziale Struktur war, in der sich dein Gegenüber hier befand. Du spürst jetzt, dass dieser Mensch da nicht mehr dabei sein möchte, okay? So mit der Gesinnung sozusagen da nicht mehr dabei ist. Gleichzeitig empfindest du dein Gegenüber als jemanden, der sich unbedingt einem System unterordnen muss. Ja, wenn das der Jastclub ist, dann dem Jast. Wenn das die Kirche ist, dann der Kirche. Wenn das ein Kochclub ist, dann dem Kochen. Ja, es muss immer, oder du sagst, dein Gegenüber muss immer etwas Höheres haben, für das er lebt. Ja? Ich meine, das ist ja schon schön und gut, aber das geht hier in eine Richtung, wo man andere Menschen auf ein Podest stellt. Ja. Habt ihr gesehen, wie König Charles begrüßt wurde? Habt ihr das gesehen vor dem Buckingham Palace? Kollege, du zahlst diesen Menschen Steuern, das ist jetzt nicht ein... Oder? Und du sagst, ja, oder mein Gegenüber, dieser Mann hier, diese männliche Seite hier, ist genau so jemand, der in einem solchen Publikum sitzen würde, ja, stehen würde hier und eben Charles, König Charles die Hand küssen würde und solche Dinge. Okay. Ist ein gutes Beispiel dafür, wie sehr Menschen zu jemandem hochschauen möchten. Ich meine, die Elisabeth ist ja gestern gestorben. Habt ihr gesehen, wie glücklich die Menschen sind, weil sie jetzt ein Lieder haben? Kopfdeckel. Bei jedem das Seine, ja. Der Schweiz ist sowas sowieso fremd. Der Türkei ist es nicht so fremd. Ja, jedem das Seine, aber man kann ja den König Charles auch traurig begrüßen, ihm traurig gratulieren. Also ich meine, egal.
die gemeinsamen Energien hier wieder. Der Eremit umgekehrt, fünf der Stäbe umgekehrt, Gerechtigkeit umgekehrt und Ass der Kelche umgekehrt hier. Ich hab das Gefühl, dass hier dass du ganz einfach damit aufgehört hast, dir Gedanken über euch beide zu machen. Du hast hier einfach schlicht und ergreifend damit aufgehört. Okay. Früher hast du mit der 9. großen Arkana, dem Eremiten, und 5 der Stäbe, hast du dir viele Gedanken darüber gemacht, oder? Wie finde ich hier die Mitte? Wie kann ich hier mich mit diesem Menschen aussöhnen? Was wäre eine Option für uns beide? Ja, aber damit hast du jetzt aufgehört, weil du hier einfach gemerkt hast, dass hier das Einzige, woran es hier gescheitert ist, der Umstand ist, dass hier dieser Mensch nicht hinter seinem Herzen gestanden ist. Okay. Wir haben hier die Gerechtigkeitskarte und die ist umgekehrt hier. Hier mit diesem, siehst du dein Schwert hier? Du sagst hier, du musst zu deinen Gefühlen stehen. Du musst zu dem stehen, was in deinem Herzen vor sich geht. Ja, die Ass der Kelche umgekehrt. Das ist eine Karte, die fehlende Spiritualität sozusagen darstellt. Ja, fehlende Gefühle. Gefühle an sich hat jeder Mensch, auch dieser Mensch hat hier Gefühle, aber dieser Mensch hat so wie, ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch alle Gefühle, die er haben könnte, komplett aus seinem Leben entfernt hat, ja, und sein Leben so blütlinackt oder splitterfasernackt dasteht mit eben dieser Kirche, diesem Jasverein oder was da, was auch immer das ist, ja, was auch immer das für eine Struktur ist, diese oberflächliche Struktur ist, in dem sich deine männliche Seite hier befunden hat. Und du sagst jetzt, es reicht, es interessiert mich nicht, was du über mich denkst, ich beachte die Gefühle, die ich für dich habe oder nicht habe, auch gar nicht, ja, mich interessiert nur eins, stehst du zu deinen Gefühlen, ja oder nein, ja, weil du bist jetzt hier, oder du bist hier an diesen Punkt gekommen, liebe weibliche Seite, wo du verstanden hast, dass es nicht daran lag, dass ihr euch nicht verstanden habt. Es lag nicht daran, dass die Zukunftspläne nicht stimmten. Es lag nicht daran, dass der Sex oder so nicht gestummen hat. Es war alles okay. Das einzige Problem war, dass dieser Mensch nicht hinter seinen Gefühlen stehen konnte. Okay? Und du merkst, wie dieser Mensch jetzt hier das Höhere, dem er sich eigentlich verschrieben hatte, ja, zurücklässt momentan. Hier steht dieser Mensch kurz vor dem Platzen. Es gibt hier Frühbucherrabatt auf die Fortsetzung. Also auf der Produktseite siehst du es nicht, aber im Warenkorb werden dann automatisch 25% abgezogen. Ist gültig bis heute Mitternacht. Okay? Um 9 Uhr kommt es raus, 3 Stunden noch ist dieser Rabatt noch gültig. Ich werde jetzt hier in der Fortsetzung mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier wieder werde ich fragen, was die weibliche vor der männlichen und was die männliche vor der weiblichen Seite versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.